Sag Debbie, warum sind wir in Oberseifersdorf gelandet? Warum hast du dir diesen Ort hier ausgesucht? Ich komme von hier. Meine halbe Familie kommt von hier, die Familie von meinem Papa. Meine Mama, die lebt heute auch wieder hier. Okay, aber du lebst ja in Zittau. Ja, ich bin in Regensburg geboren und ein bisschen aufgewachsen. Und dann bin ich mit meiner Mutter wieder hierher gezogen und habe hier die Schule beendet. Wollte dann zum Studium eigentlich wieder zurückgehen nach Regensburg. Und irgendwie bin ich dann doch hier hängen geblieben. irgendwie kam es dazu. Und dann hast du dir gedacht, okay, Oberseifersdorf ist vielleicht doch ein bisschen klein, ziehst du in die Großstadt Zittau. Ja, ich habe 2-3 Jahre in Görlitz gelebt für mein Studium. Ich habe Soziale Arbeit studiert und jetzt den Master noch angeschlossen und bin dann durch Corona nach Zittau gezogen. Also für mich war es eigentlich ganz gut. Okay, wie kam das sozusagen? Also ihr habt euch dann einfach entschieden, so, dass das Pendeln aufhört und so? Genau, so war es. Also ich habe eine WG in Görlitz gehabt und habe dann irgendwie gedacht, ich bin sowieso die meiste Zeit in Zittau, habe da auch meine ganzen Freunde und Freundinnen und ja. Okay, schön. Und der Master, den du in Görlitz angefangen hast, was sind da so deine Themen, also deine Masterarbeit, was schreibst du da? Ich schreibe meine Masterarbeit über kommunale Prävention. Kommunale Prävention. Genau, es gibt im Landkreis Görlitz das, was man in Zittau auch bald gründen wird, einen kommunalen Präventionsrat. Und so Kriminalität und Prävention war schon mein Thema in der Bachelorarbeit. Da habe ich über das Haus des Jugendrechts geschrieben. Da geht es um Prävention von Jugendkriminalität. Ja. Und der Kommunale Präventionsrat will halt so kleine Kommunen wie zum Beispiel Mittelherbigsdorf, was ja, wo Oberseifersdorf dazugehört, halt unterstützen im Aufbau solcher Strukturen. Hört sich für mich an, als würde so das Kommunalpolitische schon auch dein Thema sein, so? Also, ja, schon. Ja? Ja. Also ich habe ja Soziale Arbeit studiert, weil ich da eigentlich arbeiten wollte tatsächlich. Habe dann aber gemerkt, also ich habe mein erstes Praktikum in der Straffälligenhilfe gemacht, wo ich auch viel in der JVA war. Und dann in der Stadtverwaltung in Görlitz und habe einfach gemerkt, wenn Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter dort sitzen, wo die Fördermittel zum Beispiel verteilt werden, wo die Entscheidungen getroffen werden, dann bringt das eigentlich der Zielgruppe, also den Empfängerinnen und Empfängern von sozialer Arbeit viel mehr. Und ja, also so Stadtrat interessiert mich schon, was da passiert. Ist in Zittau ja auch immer sehr unterhaltsam. Ich würde sagen, bei diesem Thema laufen wir weiter. Ja, krass. Also, was ist so dein Eindruck? Bist du regelmäßig dabei bei Stadtratssitzungen oder wie verfolgst du das? Ich war vor Corona so 2-mal, glaube ich, dabei und habe eigentlich mich gefreut, dass es bald übertragen werden soll, via Videostream. Was irgendwie noch nicht passiert ist, weil das wohl schwieriger ist, als man sich das vorstellt, keine Ahnung. In Görlitz gibt es das ja schon mit diesem Videostreaming. Das habe ich mir, als ich in Görlitz gelebt habe, auch eine Zeit lang angeguckt und tatsächlich erlebt, dass Stadtrat offenbar überall anstrengend ist, nicht nur bei uns. ja, interessiert mich schon. Also ich war auch ein paar Mal im Kreistag. Das ist ja dann auch noch mal ein bisschen anders. Und da fällt einem dann auch immer auf, wie groß dieser Landkreis ist. Also wie absurd groß. Ich habe eine Freundin, die wohnt in Weißwasser. Ja. Die sehe ich nie, ja. Weil das so weit weg ist. Und das ist trotzdem unser Landkreis. Ja. Und das ist halt wirklich so ein Ding, so, ne? Also dass ich selber auch merke, mein Leben spielt sich echt tatsächlich immer in Zittau ab. Und zum Beispiel Görlitz habe ich irgendwie nie so richtig auf dem Schirm. Wenn ich nach Görlitz fahre, fühle ich mich wie eine Touristin. Ja. So. Das ist echt abgefahren, weil ich kenne zwar theoretisch die Infrastrukturen, die es da auch gibt, so, ne? Gerade so im sozialen Bereich, im kulturellen Bereich und so. Ja. Aber irgendwie diese, ja, das Leben ist mehr, das ist wie, Zittau ist ja ein Becken. So, ja. Ich denke immer so, ich habe wirklich immer das Gefühl so, boah, ich brauch immer so einen richtigen Anschub, um wirklich mal rauszukommen. Ja, das ist ein guter Vergleich auf jeden Fall. Ich habe meine Cousine, die auch hier aus Oberseifersdorf kommt, die habe ich, als ich in Görlitz gewohnt habe, mal eingeladen und habe mit ihr eine Stadtführung gemacht. Und wenn man aus Zittau kommt, dann fährt man immer als Schülerin oder Schüler nach Görlitz, rennt die Berliner Straße einmal H&M rein, wieder raus zu C&A und wieder zurück. Ja. Und dann bin ich mit ihr durch die Altstadt und die hat gesagt,
ich kenne das alles gar nicht. Es ist so schön hier. Und das, das ist ein Phänomen, ja, tatsächlich. So ging mir das tatsächlich auch, als ich jetzt nach Zittau gezogen bin. Also in Oberseifersdorf kenne ich hier jeden Hügel. Kann dir zu allem was erzählen, weil ich halt hier viel rumgelaufen bin, ja, mit dem Hund und allein. Aber ne, man kennt jeden Hügel, aber man kennt ja auch quasi so gefühlt jeden Menschen. Ja. Also ich habe schon das Gefühl so, ja, dass man schnell immer wieder auf das gleiche Netzwerk stößt sozusagen, oder? Wie geht dir's? Ja, ich habe schon mal gedacht, wenn man, also ich bin sehr aktiv auf eBay Kleinanzeigen, mhm, als Anbieterin und als Käuferin. Und dann trifft man ja die ersten Leute, wo man dann manchmal feststellt, ah, irgendwie habe ich dich schon mal gesehen. Und manchmal aber, okay, das ist jetzt Zittau und ich kenne dich überhaupt nicht. Ja. So. Aber das stimmt, ich finde das eigentlich auch ganz angenehm. Und ich, also mit den meisten Leuten versteht man sich ja auch irgendwie gut. Also ich, eBay Kleinanzeigen ist ein gutes Beispiel, da bin ich bisher nie wirklich auf die Nase gefallen. Es waren immer nette Leute. Aber auch, ich gehe zu so einer Diskussionsveranstaltung, wie die im Sommer war, diese von der AG Dialog, und werde da zusammengeschmissen mit Leuten für eine Diskussion, wo wir uns eigentlich streiten sollen. Und es ist aber irgendwie gut. Und wir merken, okay, wir haben eine andere Meinung, aber vieles verbindet uns halt auch. Uns verbindet das, dass wir alle gerne an den Ursee gehen, dass wir es alle vermissen, zum Jeschken zu wandern. Dass, ich weiß auch nicht, eigentlich ist... steckt in den Leuten hier in der Oberlausitz so eine irre Herzlichkeit. Und das sagen mir auch immer Leute, die von woanders herkommen, aus Berlin oder München oder was weiß ich, dass sie das auch vermissen, wenn sie weggehen. Dass die Leute hier so sind eigentlich. Ja, und das, also ich spür das auch, und manchmal habe ich aber auch den Hang dazu, das andere auszublenden, und dann romantisiere ich das so gerne. Ja. Wie schön es ist. Und am Ende, ich gebe jetzt den Konter so, irgendwie B96 und irgendwie die ganzen Leute, die da eben sich jeden Sonntag an die Straße stellen, so, keine Ahnung, die können wir ja nicht ausblenden. Also die sind ja da, und irgendwie, ja, mir fehlt ein bisschen Verständnis. Hast du eine Meinung? Zu Leuten, die an der B96 stehen? Ja, oder, ja, oder dieser Umgang, also einfach auch diese Situation, so wie viele das ja irgendwie gerade betrachten, das ist schon, dass eben Meinungen, wie du es geschildert hast bei dieser AG Dialog, bei dieser Veranstaltung, dass die so akzeptiert wird. Ja, dort hat es funktioniert, weil es gab so ein Setting. Ja. Aber guckt man irgendwie in Social Media rein oder so, da ist ja unterirdisch, das ist ja so unter der Gürtellinie, wie da miteinander kommuniziert wird. Und dann werden ja jetzt auch so Grenzen übergangen, wie zum Beispiel, dass einfach der Ministerpräsident Besuch kriegt von irgendwelchen Leuten am Sonntag, wenn er Schnee schaufelt, ne? Und sich so krassen Meinungen, ich würde es jetzt noch nicht mal als Meinung bezeichnen, ja, krassen Anpöbelungen einfach auch stellen muss, so, ne? Ja. So, was ich einfach gar nicht gutheiße, so. Aber ja, das ist ja irgendwie auch ein Thema, so. Was ist denn deine Ansicht, also warum, also driftet das für dich auch auseinander, oder hast du irgendwie so, ja, irgendwelche Gedanken dazu? Also, original studiere ich ja Management sozialen Wandels. Eigentlich unter der Leitung vom großartigen Herrn Kollmorgen. Kleiner Werbeblock. und da setzt man sich viel auseinander mit postsozialistischer Transformation am Beispiel der DDR. Und das, ja, und es ist irre spannend. Und ich denke mir immer, ich verstehe das total, dass Leute angepisst sind. Also, ich hoffe, ich verrate nicht zu viel. Mein Opa nervt das, dass man ständig Anglizismen benutzt. Warum sagt man Social Distancing? Kann man nicht Abstand halten sagen? Also, ich habe das, also, und ich denke mir dann, warum sträubt er sich denn so? Ist halt so. Aber das ist so dieses Misstrauen von Leuten, die in einem Land gelebt haben, wo dann jemand herkam und gesagt hat, war es falsch. Deine Ausbildung zählt nichts, du kriegst keine Rente, du musst jetzt einen neuen Beruf lernen, und es war alles falsch in den letzten Jahren, was du gemacht hast. Und dass diese Leute irgendwie misstrauisch sind und das irgendwie bedrohlich finden, wenn es Einwanderung gibt, wenn es Klimawandel gibt, den ich nicht sehen kann, den ich nicht spüren kann, wenn es Corona gibt, was ich vielleicht auch nicht sehen und nicht spüren kann, was sich auch jemand einfallen lassen könnte, weil ich sehe es nicht. Also diese Skepsis, die da ist, ich verstehe das nicht, weil ich das kenne, sondern ich verstehe das aus dieser Geschichte irgendwie. Ja. Und ich habe das Gefühl, ich habe letztes Jahr die
Resonanztheorie kennengelernt von Hartmut Rosa, der sagt, wir alle wollen eigentlich gerne, dass was passiert, dass wenn ich zu dir was sage, dass von dir irgendwas kommt. Also, dass du irgendwie auf mich reagierst, dass du mich schräg anguckst oder mich anguckst überhaupt und nicht, dass du einfach neben mir hergehst und so tust, als hätte ich nichts gesagt. Und dieses, dass man das Gefühl hat, man hat einen Einfluss auf das Verhalten von anderen Leuten oder auf Politik zum Beispiel. Dass ich habe das Gefühl, das zeigt sich jetzt, dass die Leute das Gefühl haben, die kriegen einfach, da kommt nichts zurück. Deswegen ist es eigentlich irgendwie wichtig, dass Michael Kretschmer dann dahin geht und mit denen redet. Auf der anderen Seite denke ich, warum? Ja. Also es ist Sonntag, der Mann hat auch Feierabend irgendwann. So. Aber das wird ja nicht mehr getrennt. So, ne? Das ist ja so, über diese digitale Welt irgendwie haben wir ja vergessen, dass es auch irgendwie quasi einfach Wohlfühlabstände gibt, die man vielleicht einhalten sollte. So. Das finde ich halt richtig absurd. Und ich habe auch jetzt mal einen Menschen irgendwie, glaube ich, total vor den Kopf gestoßen damit, weil der hat halt eben DDR erlebt irgendwie und hatte so seine Erfahrung und ich habe so gefragt, okay, kann es aber sein, dass viele sich gerade so in den so Altersklasse, so 40er, 50er irgendwie, dass die so ja, sich irgendwie, wie kann man das sagen, vielleicht, dass die nicht reflektiert über ihre schmerzlichen Erfahrungen sind, also dass das immer noch die immer triggert, das, was du als Skepsis bezeichnest, und dass sie deswegen einfach so emotional berührt sind mit solchen Themen, wie wir sie jetzt eben haben, mit Corona und solchen Maßnahmen. Ne? So, und ich habe gemerkt, den habe ich total vor den Kopf gestoßen, so. Und das ist aber irgendwie meine Hypothese. Keine Ahnung, ob das so hinhaut, ne? Aber ich glaube, vieles wurde einfach nicht verarbeitet, was man da erlebt hat. Ja. Und das sitzt halt irgendwie so tief im Herzen und das zeigt sich dann halt wieder, ne? In solchen Momenten, wo man das Gefühl hat, hey, ihr sagt mir schon wieder von oben irgendjemand, was ich hier zu tun und zu lassen habe. So, ja. Ne? Ja, das ist wirklich schwierig und ich glaube, es ist halt, deswegen ist es für, ja, deswegen ist es für viele Leute halt wirklich schwierig, so Veränderungen, die, keine Ahnung, sich viele Leute wünschen. Also ich zum Beispiel, ich mag es sehr gern hier. Ich bin wahnsinnig gerne hier, weil es so viel Platz gibt. Man kann so viel machen. Also ich meine, wenn du jetzt in der Großstadt bist, da haust du mit einem Burgerladen oder mit Kalles Coffee Bike niemanden mehr um. Bei uns freuen sich die Leute und rammeln da hin und finden es cool. Das mag man gar nicht sagen, es ist 2021 und ich habe mit Freundinnen vor, ich weiß nicht, einem halben Jahr oder so, den ersten feministischen Buchclub gegründet hier in der Region. Das gibt's schon überall, aber bei uns haust du damit halt noch jemanden so vom Hocker. Und ja, oder extra halt an. Oder extra an. Aber ich glaube, aber es ist gut. Ich glaube, diese Begeisterung, die muss man halt irgendwie teilen. Das muss man mit den Leuten, die noch skeptisch sind, die muss man überzeugen und das ist aber anstrengend und das braucht irgendwie Zuwendung und Geduld und keine Ahnung, ich erlebe das schon bei meinen Eltern, dass das anstrengend ist. Also auch meinen Eltern muss ich erklären, warum Feminismus wichtig ist und dass das nichts für mich ist, sondern dass das was für alle ist. Und das ist halt anstrengend und ich habe mich jetzt von Facebook oder bei Facebook deaktiviert, weil mir das zu anstrengend war. Ich habe das Gefühl, da kann man keinen Dialog führen. Ich habe auch das Gefühl, auf Instagram, ne, ist es richtig herzlich und irgendwie nett. Auf Facebook ist es richtig brutal manchmal. In der Blase. Ja. Also in Instagram ist es einfach leichter, in deiner Blase zu Voll. Bleiben, glaube Geht ich. Geht übelst gut. Tut mir auch gut. Ja. So, ja. Ich habe einfach das Gefühl, dass so eine Diskussion halt so einfach keinen Sinn macht. Ja. Also es ist keine Diskussion, wenn ich... Also es ist eine Diskussion, aber es ist keine Argumentation. Also es gibt keinen, wir unterhalten uns und finden raus, was ist das Richtige, was ist das Gute, was ist das, worauf wir uns einigen können, sondern jeder ballert irgendwie seine Meinung raus. Und aber du hast ja auch gesagt, so eben, es gibt diesen feministischen Buchclub. Und ist das, also wo ist das so angesiedelt? Ist das was Digitales? Kann da jeder mitmachen? Oder wie läuft das? Ja, also zurzeit ist ja alles digital. Ja. Und das ist eigentlich, also ich finde, das hat gerade, wenn man so fernab von
großen Städten wohnt, ist das ein Vorteil. Also ich konnte am Landespräventionstag teilnehmen, weil der digital ist. Und wir haben in unserem Buchclub, der auch digital stattfindet, Teilnehmerinnen aus Görlitz, Teilnehmer aus Zittau, also auch Männer und Frauen und alles, was dazwischen ist. Und keine Ahnung, ich glaube, meine Freundin aus Berlin ist auch dabei, die auch aus Heinewalde kommt. Und genauso gibt es auch den Lausitzer Frauenstammtisch, den das Effi Kraft aus Görlitz organisiert. Und das ist schon cool, also dass man sich und so gut vernetzen kann gerade. Das ist dann auch digital, läuft das ja alles weiter? Okay, cool. Derzeit. Also natürlich hofft man, dass man sich irgendwann dann mal wieder real sieht. Und wir haben ja natürlich irgendwie, also das erlebe ich in Zittau auch so, weil ich bin so ein bisschen über den Landkreis verknüpft so mit so dem queeren Netzwerk. Und ich merke dann immer, okay, was läuft eigentlich in Zittau? Noch nicht so viel, wir sind noch nicht so präsent. Mhm. Aber trotzdem gibt es ja schon so Netzwerke, gerade auch so ein schönes Frauennetzwerk, worüber wir uns ja auch kennen. Ja. In Zittau. Tatsächlich. Und ich merke, das ist ja einfach eine Bewegung, die Mut macht. Ja, die macht Mut und die stärkt und die gibt unheimlich viel Power, um tatsächlich einfach auch hier sich so zu zeigen und naja, irgendwie auch so Gesellschaft in dieser kleinen Stadt mitzugestalten. So, ne? Ja, ich glaube, das ist es auch. Also das ist das, wo ich eigentlich auch die Stärke sehe in dieser Region, eben, dass sie so klein ist, dass man sich so gut unterstützen kann. Also, dass, dass man sich gegenseitig Mut macht. Aber es ist natürlich, ich weiß nicht, ob das auch Digitalisierung ist, dass man leichter ausfällig wird, dass man leichter Leute beleidigt und angreift. Aber ich habe das Gefühl, es wird halt hier auch nicht vergessen. Also jemand, der jetzt hier einen großen Hate Speech startet, ja, das merkt man sich hier, weil man sich hier kennt. Und genau, genauso und wird aber auch Gutes nicht vergessen. Ja, und dann gibt es ja auch die Phänomene, haben wir heute erst irgendwie drüber gesprochen, dass dann solche Lösungen, solche Strategien irgendwie angewandt werden wie, hey, okay, wir haben irgendwie ein Gespräch gehabt, das war aufgeheizt und wir haben vielleicht nicht die gleiche Meinung und irgendwie finde ich dich jetzt blöd und naja, dann grüßen wir uns einfach nicht mehr so und gehen aneinander vorbei oder so. Also irgendwie, das sind auch so wirklich tatsächlich so merkwürdige Momente, wo man sich dann so fragt, hä, gerade hier habe ich so mit meinem Rückkehren die Erfahrung gemacht, wow, es ist auf immer krass wichtig, was andere von mir halten. Und davon musste ich mich übelst hart lösen. So. Und es ging mir in anderen Städten nicht so. Da war ich wie so ein Teil, habe einfach mein Ding gemacht. So. Ja. Hast du solche Erfahrungen machen können hier? Oder wie lief das für dich? Ja, also wie gesagt, ich habe ja lange in Oberseifersdorf gelebt, was ja noch kleiner ist. Und das ist in guten Momenten wie eine große Familie. Und wenn es dir schlecht geht, kannst du zu Leuten hingehen. Es kann dir aber auch, es kann auch sein, dass die Leute um dich rum es noch schwieriger machen. Ja. Weil gerade, ich meine, ich war hier Teenagerin, so. Dann bist du irgendwie, hast dich mit irgendwas unbeliebt gemacht. Die Leute vergessen es nicht so schnell. Und dann hast du abgespeichert. Und dann hast du das Gefühl, alle sind gegen dich. Das ist natürlich in so einer Gemeinschaft, wo man sich gut kennt, eher so. Aber das ist eigentlich, ich weiß nicht, in den meisten Momenten ist es halt wirklich positiv. In den meisten Momenten ist es so, dass man aus so einem großen Netzwerk wirklich viel ziehen kann. Dass man immer, wenn man irgendein Problem hat oder irgendwas braucht oder irgendwelche Unterstützung braucht, dass man eigentlich immer jemanden hat, wo man hingehen kann. Weil man immer jemanden kennt, der das hat oder das kann oder das weiß oder so. Ja. Und finde, dass so Rückkehrerinnen und Rückkehrer, die haben ja nochmal eine andere Position. Was also, für eine Position? Ich finde das immer ganz, ganz spannend. Ich habe mal im Sommer letztes Jahr jemanden kennengelernt, der sagte, er kommt aus Schlegel, arbeitet jetzt als Wissenschaftler in einer wissenschaftlichen Einrichtung und also sehr gut gebildet, sehr gut ausgebildet, war auch im Ausland, wie gesagt, tolle Ausbildung und kommt aus Schlegel und begegnet da vielen Leuten, die er kennt, weil er daherkommt. Und die dann aber sagen, Corona-Lüge, Klimawandel ist gelogen. Und dann sagt er, das stimmt doch gar nicht. Und die kennen sich auf so einer Ebene, wo ich dich nicht einfach anraunze und rumbeleidige, wenn du zu mir das nicht auch direkt machst, sondern wo du schon, also wo du dich eigentlich nicht verkrachen willst, wo du schon irgendwie versuchst, ein gutes Gespräch aufzubauen. Und das ist dann immer so eine,
so eine bremsende Situation. Und da habe ich das Gefühl, eigentlich wissen ja alle, dass es wirklich gut ist, wenn Leute zurückkommen. Und wenn Leute wieder hierher kommen und vielleicht sogar noch was aufbauen. Und es ist ja auch ganz komisch, weil die sind ja ganz stolz dann auch auf die Dinge, die ja andere junge Leute genau aufgebaut haben. Genau, genau, ja, so ist es. Sowas, das finde ich auch richtig, das ist das, was ich unter dieser Herzlichkeit auch verstehe, so, ne? Dass man sich so miteinander irgendwie connectet und man identifiziert sich dann auch mit ja den Sachen, die hier so wachsen. Und ich finde auch, ne, wir haben ja hier irgendwie so lange dran gearbeitet oder machen es ja immer noch, dass die Region so mehr Selbstbewusstsein bekommt, so, ne? Dass die Leute das auch nach außen tragen, so, hier ist toll. So. Und ja, ich empfinde es ja tatsächlich so und du, so wie ich das raushöre, auch. Nur, genau, es war ja ganz lange nicht so, ne? Dass das einfach immer so mitschwingte, so wie, ah, hier fehlt es an allem und das ist ja, es gibt bessere Orte, kein Wunder, dass die alle weggehen und so, ne? Und es hat sich ja total gedreht und deswegen, ich empfinde das so, dass es auf jeden Fall einen riesen Schritt gab, eine riesen Entwicklung in der Hinsicht. So, ne? Also ja. Wie stellst du das fest? Ja, also ich bin ja noch ziemlich jung. Große Entwicklung kann ich wahrscheinlich nur vom Nachlesen oder Hören so beschreiben. Aber mein Gefühl ist es auch. Ich meine, ich will hier auf jeden Fall unbedingt ganz schnell, so weit wie möglich weg. Einstellung, die war ja vor allem, als ich recht jung war, wo ich auch nicht so ein tolles freundschaftliches Umfeld irgendwie hatte, also wo ich das, was ich jetzt habe, was mich alles so freut, dieses, ich gehe viel raus und ich gehe viel wandern und ich genieße die Gegend dafür, dass sie genau so ist, wie sie ist, das konnte ich damals noch nicht so wahrnehmen, weil wer kann als Teenager wahrnehmen, was man hat. Genau, ja, und dann auch einfach so, yo, geil, ich kann hier wandern. Ja, und yay. So, cool. Vielleicht noch Mountainbike fahren. Aber das ist so, ich habe letztens einen Podcast gehört, da sagte jemand, unglückliche Menschen konzentrieren sich auf das, was sie nicht haben und glückliche Menschen konzentrieren sich auf das, was sie haben. Das fand ich eigentlich ganz schön und das lässt einen dann auch nochmal nachdenken, über was man eigentlich hat. Und ich merke bei uns in der Region immer mehr, also wenn ich zum Beispiel in Oberseifersdorf bin, ich habe einen Hund, der wohnt die meiste Zeit bei meiner lieben Mama. In der Regel. Wenn ich mit dem in Zittau bin, dann denke ich die ganze Zeit, wenn wir spazieren gehen, hier ist gar kein Gras. Also der läuft hier die ganze Zeit auf Pflaster. Der arme Hund auf seiner Höhe, da ist gar kein Grün. Und deswegen ist es dann umso schöner, wenn man sagt, okay, dann laufen wir halt zum Osee, da ist ganz viel Grün. Das ist alles total nah. Ja, das ist halt alles nah, genau. Und ich gehe spazieren und höre Vögel zwitschern. Und ich, was mir zurzeit total fehlt, ist halt echt, also du gehst irgendwie, keine Ahnung, auf den Kummersberg oder weiß ich, und siehst das Gebirge, siehst vielleicht irgendwo noch den Jeschken und kannst nicht hin. Also es ist gerade super frustrierend, aber eigentlich ist das ja alles das, was wir haben. Wir haben diese Nachbarschaft zu Menschen, die alle auch sehr herzlich sind. Also ich habe vor allem die Tschechen als super liebenswürdiges Volk kennengelernt. Mit einer wundervollen Natur. Liberec, super schön, bin ich auch voll gerne inzwischen, habe ich früher auch nicht so wahrgenommen. Also, ich glaube, das ist einfach auch so ein bisschen, wie man sich eben entwickelt und wie man bereit ist, mehr Dinge auch in Anspruch zu nehmen. Ja. Also, diese Grenzregion nutzen und auch mal ins Biebsche zu fahren, oder diese tolle Busverbindung, die es jetzt nach Polen gibt, zu nutzen. Nach, mir fällt es nicht ein, ins Hirschberger Tal. Ist das Jelena Góra? Genau, nach Jelena Góra. Also das ist ja super, das ist ja großartig so. Das muss man aber halt machen. Ja. Und wenn ich es mache, stelle ich fest, wenn ich ein Touri wäre, wüsste ich gar nicht, wo ich anfangen sollte. Weil es eigentlich so viel gibt, was ich entdecken kann. Ja. Baby, ich stelle immer so eine Frage am Ende. Das ist so ein bisschen so ein Glücksrad-Moment. Wenn Sven rennt. Wenn du die Möglichkeit hättest, 2021, so in diesem Jahr, so richtig hart was zu bewegen, ne? Oder irgendwas anzupacken, was dir wichtig ist. Das kann eine kleine Sache sein, aber auch vielleicht auch was völlig Utopisches. Was brauchst, was würdest du angehen?
2021. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, dann wählen wir nächstes Jahr einen neuen Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin. Das heißt, man muss jetzt irgendwie anfangen, die Leute da ein bisschen drauf einzustimmen. Und ich glaube, ich würde gerne die Leute wirklich motivieren, über das Jammern hinauszugehen und Dinge anzupacken, Dinge zu machen, sich zusammenzurotten und Dinge, die einen nerven, einfach mal anzugehen. Und zwar nicht, indem ich mich an eine B96 stelle und meinen Frust hinausbrülle, sondern indem ich was mache, indem ich was Produktives mache, indem ich Räume nutze, die da sind, mit Menschen, die da sind und Ideen, die da sind. Und es sind so viele coole Leute mit coolen Ideen da, wo ich das Gefühl habe, die werden einfach blockiert. Geil. Und wenn, also wenn ich jetzt so diesen Gedanken aufnehme und wie bereitet man denn die Menschen vor auf die BürgermeisterInnenwahl? Also was brauchst du oder was kannst du dir vorstellen, was sind denn so Strategien, die irgendwie helfen könnten, so, ne? Um Bewusstsein dafür zu schaffen und einfach auch zu gucken, so, weil ich bin ja persönlich ganz zufrieden mit unserem Bürgermeister, den wir gerade haben, Thomas Zenker. Ich glaube, viele junge Leute, die ich kenne, sind sehr zufrieden damit, weil ich mich immer so auch zurückerinnere an diese Zeit, als er gewählt wurde und als dann die Öffentlichkeitsarbeit so anfing in Zittau. Das war der Moment, als ich wach geworden bin und gemerkt habe, hey, was ist Zittau los? Auf einmal habe ich digital gemerkt, ja. Hä, krass, da ist ja übelst was los, da muss ich jetzt mal, das muss ich mal verfolgen. So, ja. Habe es digital verfolgt und irgendwann habe ich gemerkt, hä, vielleicht ist es gar nicht so übel, da wieder hinzuziehen, weil es war nie mein Wunsch. Oh, also okay. Das heißt, bei mir hat es halt komplett funktioniert irgendwie und ich glaube auch viele andere merken einfach, dass da so viel in Bewegung gesetzt wird. So. Aber ja, was sind deine, hast du so konkrete Ideen schon, wie man das angehen könnte? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Leute registrieren, was hier passiert und vor allem, was nicht passiert. Also leere Versprechen und leere Drohungen, die gemacht werden. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin kein Fan von der AfD, weil sie nichts tut, außer mit dem Finger auf andere zu zeigen, aber sie geht nichts an. Und es ist aller Ehren wert, wenn man sich einsetzt für eine Sache, indem man konkret was tut. Und ich finde Thomas Zenker, Markus Heilmann, Bürgermeister hier im Obersalfersdorf, auch sehr jung, kenne ich noch von Partys früher und ist jetzt Bürgermeister und ist einfach cool. Und dann passiert einfach was. Dann steht hier ein neuer Spielplatz, dann wird der Jugendclub neu gemacht. Das sind alles Dinge, die möglich sind und die wichtig sind. Und, Und die müssen natürlich ganz die klar, angegangen werden ja, müssen. Die müssen natürlich ganz klar kommuniziert werden. Exakt, so. Die ja. kommuniziert hey, werden guck müssen. Guck mal, was wir gemacht haben. Exakt, so ist es. Aber auch guck mal, was wir vielleicht nicht gemacht haben, woran wir arbeiten müssen. Also ich glaube, gerade so jemand wie Thomas Zenker ist halt auch jemand, der nicht sagen würde, ich habe alles richtig gemacht. Ja. Und das finde ich so, wichtig. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier gerade so ein kleiner Werbe. Das ist hier so ein kleiner Werbeblock. Hallo Thomas, liebe Grüße. Wir finden dich gut. Naja. Okay, krass. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Es war eine richtig schöne Unterhaltung. Guck mal, so vom Weg sind wir nicht so weit gekommen, aber nee. Dafür in der Unterhaltung.